Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte, Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, wie ihr seht, hat die Kamera Probleme, weil wir sitzen hier im dicken Nebelland. Ich kann nur auf Schilder halten im Moment, damit die überhaupt Sinn halt hat. Ja, das ist unser Weg. Ich werde euch nicht viel zeigen können heute. Immer das Gleiche. Oh. Ja, ich habe eine ziemlich üble Nachmittag, Nacht hinter mir. Essen kann ich nach wie vor nicht. Es ist ziemlich schlimm, muss ich wirklich sagen. So schlimm hätte ich mir das alles nicht vorgestellt. Dann hätte ich lieber die alten, scheiß hässlichen Zähne behalten, die ich hatte. Naja, egal. Ja, jetzt wollen wir hier filmen, kann ich nichts. Guck mal hier, da ist nichts da, was ich euch zeigen kann. Wir wollen mal ein paar Meter gehen bis zur Brücke. Ja, ich kann euch wahrhaftig gar nichts zeigen heute. Guckt euch das an. Es ist kaum Sicht. Hier die Hecke kann ich zeigen, die Bäume so ein bisschen. Aber ihr seht, verschwindet alles im Nebel. Ja, es ist heute extrem. Es ist richtig kalt. Diese nasse Nebelluft ist extrem unangenehm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen dickere Sachen natürlich an und ich friere. Ja, anders kann ich es nicht sagen, ich friere. Da hinten können wir die große Weide erahnen. Erahnen, mehr auch nicht im Moment. Ne? Ja, die Fahrt hierhin war schon spannend. Also auf der Straße, man konnte nicht von einem Pöller zum anderen sehen. Also die sind ja 50 Meter auseinander. Wir haben eine Sicht unter 50 Meter auf der Straße gehabt, als ich gekommen bin gerade. Ja, hier leuchtet noch so ein bisschen gelb. Aber Junge, 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 das ist aber eine Suppe heute. Man hört auch kaum was. Der Nebel verschluckt alles. Da ist die große Weide. Es ist wirklich schlimm, man sieht nichts. Ich kann euch auch mit Sicherheit heute kein Reh und nichts zeigen, weil die stecken irgendwo im Mais und in dem Nebeln. Naja. Das ist so richtig Herbst, gell? So richtig. Da taucht der kleine Baum gerade aus dem Nebel. Und da fällt mir ein, dass ich vor ein paar Tagen da versucht habe, Baumgeister mitzumachen. Wenn ich dran denke, hänge ich sie hier zwischen. Hoffentlich denke ich dran. Eigentlich alles ganz toll aus, aber durch dieses Grau-Grau fällt es kaum auf, wie schön das alles ist. Hier sehen wir so einen kleinen Durchschlupf vom Wild. Seht ihr das? Ein kleinen Trampelpfad. Ja, wir sind auf der Brücke angelangt. Auch hier kann ich euch wirklich nicht viel zeigen. Da unten blubbert so ein bisschen vor sich hin. Habe ich jetzt heute Morgen keine richtige Lust zu. Guck mal, da hinten die Bäume so eben im Nebel noch zu erkennen. Ja, wonach die hier buddeln, möchte ich mal gern wissen. Dahinter ist jetzt schon noch eine Buddelstelle zu sehen. Das letzte Mal, als wir hier waren, war es ja auch ein bisschen neblig, aber die Sonne war ganz wunderbar da durchgekommen. Und diesmal nur Nebel. Guckt euch das an. Richtig trostlos heute, das wirklich. Das kann man bei diesem mal öfter erleben, dass der noch mal ganz spät anfängt zu blühen. Schon oft bei diesem Strauch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber habe ich schon öfter gesehen. Bienchen ist es vollkommen egal, ob Nebel oder nicht, weil sie hat ihre Nase ja immer nur auf dem Boden und ist damit ja ganz zufrieden. Ich habe auch keine Lust, ich gehe auch nicht bis zum Hochsitz, weil das ist jetzt so nass alles. Wir drehen jetzt um und gehen langsam zurück. Bienchen, wir drehen um. Wir drehen um. Musst du noch trinken? Wir drehen um. Komm. Komm, 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 wir gehen um, wir gehen um. Zurück, zurück. Alles gut. Hier ist tatsächlich so ein ganz klein bisschen Eis schon drauf, Eiskristalle auf der Brücke. Ja, ein bisschen schöne Herbstfarben kann ich doch noch zeigen. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Und hier ist noch ein bisschen Pfaffenhütchen zu sehen, mit etwas Laub. Hier haben wir so richtig schöne bunte. Auch wird nicht mehr lang gehen, dann ist das auch vorbei. Ja, mehr kann ich wirklich heute nicht zeigen. Wir sind schon auf halber Strecke wieder zurück. Für jetzt sage ich schon mal Tschüss, da wird nichts mehr kommen, was ich filmen oder fotografieren kann. Und dann etwas später vielleicht am Basteltisch heute. Bis gleich, ihr Lieben. So.
So, ihr Lieben, ich habe mein Öfchen gerade angemacht neben mir. Zweite Decke noch um die Beine, zweite Jacke noch über einen dicken Anzug. Es ist wirklich jetzt schäbig in der Küche, muss ich ehrlich sagen. Also alles andere wäre gelogen. Ich möchte aber ganz gerne, ich habe nämlich beim Aufräumen, weil ich noch versuchte, festgestellt, dass ich noch ganz viele tolle Bilder habe, von meinem Mann auch und von mir. Und einen Moment. Oh, das war ich als Kind, als ganz kleines Kind. Pietchen hieß ich damals. Mit dem Zelli, mit der Zelli. Mal gucken, war da nicht noch einer vom mit meinem Mann dabei? Einen Moment. Ui, das sind die neueren. Nein, Entschuldigung, ich habe die falsche. Deswegen habe ich sie gerade nur schnell gegriffen. Da könnte was sein. Guck mal. Oh ja. Ach, mein Mann. Mein lieber Deo-Mann. Ja. Das ist eins meiner Lieblingsbilder auch von uns. Ach ja. Da ist das Heiligabend-Dächtchen. Das nehmen wir. Das war das letzte wirklich unbeschwerte Weihnachten. Das habe ich zweimal. Guck gerade, ob ich noch was Besseres wieder habe angestrichen. Ja. Guck mal gerade, das ist auch toll. Das war auch so. Wartet mal, das war. Ja, ich suche. Ah, ich habe mehrere zur Auswahl. Einen Moment, da gucken wir mal. Da war er schon so sehr krank auch. Ach, du lieber Mann, du. Oh. Wisst ihr, dass das jetzt 5 Jahre her ist, dass das ganze Elend angefangen hat? 5 Jahre. Und das ist November. Ich weiß gar nicht, 4., 5. November 19. Da hatte er die erste Lungenpunktion. Da hatten wir schon die erste Diagnose. Da hieß es ja, Krebs in der Lunge von bis zum Anschlag. Ich guck gerade mal. Ich glaube, ich werde das vielleicht reinnehmen für uns. Genau, und die anderen lege ich noch mal kurz zurück. Wartet einen Moment, ich lege sie nur. Wie mache ich das? Ich will nur nicht, dass was dran passiert an meinen schönen Bildern, ganz ehrlich. Ich lege sie einfach so dazwischen. Ich hoffe, dass ich das dann auch noch weiß in der. Bei mir ist das immer so eine Sache. Jetzt suchen wir uns hier mal ganz kurz ein Papier zum Unterlegen. Farbtechnisch. Guck mal, da hätten wir doch ein schönes Blau. Ich glaube, wir nehmen das Blau. Ja, das machen wir. Das tun wir. Wir schneiden uns das eben passend hier. Und dann kommt das nämlich vorne mit rein. Das war mir jetzt ein Herzensbedürfnis, dass ich da auf jeden Fall meinen lieben Mann auch bei mir haben werde. Ja. Heute vor 5... Warte mal, ich mache das jetzt irgendwie falsch. Ich habe gerade das Gefühl, es ist nicht gut, was ich hier tue. Man kann hier nicht sehen, ob man gerade ist. Ne? Das ist das Doofe an der Sache. Mal versuchen, ob es klappt. Vielleicht. Oh. Da hat es wieder nicht geschnitten. Das ist immer ein Theater. 5 Jahre. Unvorstellbar lange für mich. Unvorstellbar. Ja. Ich habe es im Blog gerade geschrieben noch, weil das fiel mir dann so auf. Und ja, 5 Jahre. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Das ist nicht gerade, ne? Petra, mach es nicht jetzt. Ribbelrand hin, Ribbelrand her, mach es nicht. Komm, das ist nicht schwer, mach es bitte gerade. Ich hasse das, wenn das, siehst du, das wäre auch nicht gerade gewesen. Logisch, so gerade kann ich gar nicht gucken. So, jetzt zeichnen wir uns mal kurz an, was wir überhaupt brauchen. Braucht gar nicht so dick sein, ne? Braucht gar nicht so sehr dick sein. Machen wir das hier hin und dann machen wir das hier hin. Ja, diese 5 Jahre waren, ja, ich weiß gar nicht, wie die vergangen sind irgendwie. War so viel Schlimmes. Ja. Naja, aber wenn dann das dann so bewusst wird wieder und dann denkt man, mein Gott, 5 Jahre, ach du liebe Zeit. So lange ist das einerseits schon her, andererseits weiß man gar nicht, wo die Zeit... Ach, das war irgendeine Zeitung? Wusste ich gar nicht. Das ist ja komisch. Ja. So, jetzt haben wir hier mal, machen wir da mal einen anderen Rand dran. Hier so, warte, versuchen wir mal.
Genau, so einen ausgestanzten Rand. Ja. Ja, ich war heute auch wieder, es ist schon Nachmittag. Ich war heute auch sehr lange bei der beim Zahnarzt. Ich war aber auch erst um 11 Uhr, hatte ich erst Termin. Also ich war aber auch sehr lange da. Und ja, es ist sehr viel dran geändert worden noch an den Zähnen. Und es ist jetzt schon etwas besser, viel besser auf jeden Fall. Warte mal, ich hole noch mal ganz kurz hier den Trompel raus. Eine Sekunde, ich bin gleich auch soweit. Ja, und ich muss jetzt erstmal sehen, dass sich das erstmal so ein bisschen beruhigt alles im Mund, weil das ist jetzt alles so extrem überreizt, weil das wirklich wehgetan hat, jetzt, dass ich gar nicht mehr wirklich sagen kann, was ist da jetzt und was ist da nicht. Ne? Ja, also jetzt ist es so die Vereinbarung, dass ich am Freitag um Nachmittag nochmal hingehe, nochmal Endkontrolle mache, falls nötig wird dann noch was geändert. Ja, was soll man sagen, ne? Hier, darauf kommt dieses Deckelchen. Wir fangen einfach mal an und kleben schon mal die ersten. Das ist ein Foto, das klebe ich am besten hier mit Fabri-Tac auf, mit Glitterglue auf. Fabri-Tac ging mir natürlich auch. Ja. Ja, und dann Weltgeschehen ist ja natürlich auch mehr als bedenklich und mehr als traurig, was da gerade in Amiland los ist. Ich denke mal, das wird jetzt weitreichende Folgen haben, ohne viel dazu sagen zu wollen öffentlich. Denke ich ja, dass es für uns auch Folgen haben wird, für jeden auf der Welt, auf irgendeine Art und Weise unter Umständen. Ja. Na, es sind ja sowieso so mehrere Szenarien im Umlauf, was alles so kommen könnte noch. Und das ist ein schönes Bild von uns beiden. Ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben. Ich glaube, da waren wir noch jung, viel jünger, ein ganzes Stück jünger. Aber ist egal. Er ist auf jeden Fall mit dabei. Und ich habe das im letzten Jahr auch schon so gemacht. Ich werde das in diesem Jahr auch in diesem December Daily machen. Ich werde zu speziellen Daten werde ich einen Brief an meinen Mann schreiben und habe ich letztes Jahr auch mit angefangen. Fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, muss ich sagen. Ich möchte möglichst wenig verdecken von dem Schönen. Es kann auch ruhig ein bisschen schräg sein, ne? Das ist okay. Muss nicht alles ganz gerade rein, das ist gar nicht nötig. Okay, wir wollen vielleicht über... Achso, das habe ich noch gefunden, das war auch wieder so eine Werbung. Hier... Die Botschaft von Weihnachten, es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis. Martin Luther. Das ist ein schöner Spruch, ne? Wollen wir den irgendwie Weihnachten integrieren? Mal gucken an der 20. Warte mal, wo ist denn? Ich schmeiße es damit rein, ich finde es ja wieder. Richtung Weihnachten. Was haben wir denn da für einen Zettel? Einen Moment. Ach, das sind die Daten mit Advent. Ja, die brauche ich ja. Ja. Dann habe ich noch verbergt euch Sonnenlicht und Mond, die ihr so stolz am Himmel thront. Es naht, er naht von fern, von Osten her der Weihnachtsstern. Das wäre der 4. Advent. Das ist doch eigentlich schön, oder? Wirf das Herz voraus. Der Wille trifft schon den Weg. Weiß ich nicht genau, ne? Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden. Franz von Assisi. Assisi ist immer gut. Gottes Gedanke angesichts der Milchstraße. Der Größte ist, wer sich um die Kleinsten kümmert. Walter Ludin. Wenn du schläfst und aufwachst, solltest du wissen, dass dies ein neuer Tag ist und dass mit jedem Tag neue Dinge möglich sind. Ich glaube fest daran, dass die Zukunft gut sein wird. Caroline Anyango. Ist mir jetzt persönlich kein Begriff, aber es ist ein schöner Satz. In jedem Tag sind Glücksmomente versteckt. Manchmal sind sie nicht so leicht zu finden, aber es lohnt sich, dafür bereit zu sein. Auch sehr schön, anonym. Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkler ist. Rabindranath Tagore. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Das ist der 10. Dezember. 9. Dezember, lasst uns lieben, denn dafür sind unsere Herzen gemacht. Therese von Lisieux.
zweite Advent. Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Charles Dickens. Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Hermann Hesse ist auch schön, ne? Mit dem Kirschstreich, hast du es gesehen, kann tief im Winter ein Wunder geschehen. Elke Bräunling. Dann haben wir noch hier was. Was ist das? Der Himmel auf Erden ist überall, wo ein Mensch von Liebe zu Gott, zu seinen Mitmenschen und sich selbst erfüllt ist. Hildegard von Bingen. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Catherine Hepburn, erster Advent. So, die brauche ich jetzt im Augenblick gerade nicht. Die kann ich etwas aus der Richtung legen. Erster Advent, pass auf, das werden wir jetzt mal ganz kurz schon mal so ein bisschen einordnen. Erster Advent ist der 1. Dezember. Ne? 1. Dezember, kann das mit rein. Nein, halt, da habe ich mich jetzt vertan. Sicher, guck mal, so schnell passieren Fehler. Das ist nicht der 4., sondern das ist der 4., der kennt das jetzt mit dem Kirschzweig zum Tragen. Guck mal, aber eine ganze Seite machen wir da. Dann haben wir, hier ist der 1. Advent. Wo haben wir das Ding denn jetzt da? 1. Advent. Dann haben wir, warte, wir hatten noch mehr. Der 2. Advent wäre der 8. Da legen wir die passend rein. Werden wir hoffen, dass wir so viel Platz haben zum Verarbeiten. Ah ja. 8. Auch farblich wird das auch schon mal gar nicht so schlecht aussehen. 8. 10. Dezember. Weiß ich noch nicht. Ich lege es mal rein, ich weiß es noch nicht. Aber ich würde das eher lieber. In jedem Tag sind Glücksmomente versteckt. Manchmal sind sie nicht so leicht zu finden, aber es lohnt sich dafür bereit zu sein. Das würde ich auch gerne auf meinem Geburtstag haben. Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Hermann Hesse. Ja, habe ich noch irgendeinen 4. Advent habe ich noch. Der 3. Advent habe ich leider nicht. So, 4. Advent wäre der 22. Moment, da legen wir das nämlich dann schon gleich mit rein. Ja, so wird es ziemlich einfach sein, hinterher da aus allem, was dann da liegt. Genau, das wäre das, 4. Advent. Und da habe ich mich vergriffen, da muss ich ein bisschen weiter rutschen. So, und dann haben wir den 3. Advent, das wäre der 15. Da legen wir das ein, auch wenn das jetzt nicht ist, aber es ist ein sehr schöner Spruch. 15. noch ein bisschen weiter. 15. da. Ich glaube, ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkler wird. Das würde ich ganz gerne zum ganz Ende des Buches reintun. So 31.1. sowas rum. Und die Liebe ist, das werde ich hier vorne irgendwie unterbringen. Ja, mal schauen, wie ich das hinkriege. Das würde ich jetzt gerne, das wäre so ein schönes Symbol, gell? Wenn du schläfst und aufhast, wirst du wissen, dass jeden Tag neue Dinge möglich sind. Das können wir einfach irgendwo reinwerfen. Das schmeißen wir hinten zu den Wintersachen hin. So, das schneide ich mir jetzt schön aus. Ich habe doch hier auch andere Scheren, gell? Das wollen wir das mal für vorne nehmen, sofort. Das passt dann zu dem Bild. Ja, mein lieber Mann. Tja. Ich denke, die Götter waren neidisch, weil wir uns wirklich gut vertragen haben und gut verstanden haben, weil wir zufrieden waren. Ihr wisst ja, was passiert, wenn die Götter neidisch sind, ne? Ich schneide das jetzt mal aus, so gut ich es kann. Vorsichtig machen. Ja. So. Und dann kommt dieser schöne Spruch dazu noch. So der Plan. Da haben wir die Seite schon wirklich fertig gestaltet. Für meine Begriffe. Vielleicht finden wir noch irgendeine Kleinigkeit. So ungefähr würde es mir aber dann schon reichen. So. Das mal eben wegtun. Das ist Müll. So, wir haben das und das und das.
So, wir haben das und das und das. Wir können. Guck, das hätte ich jetzt schön da drunter schieben können. Kriege ich nicht mehr hoch. Ne? Ich habe festgeklebt mit Dings. Ne? Ach, Mensch, Petra, dumpfbackenbläsig. Doof. Das war jetzt dumm von mir. Ich kann es auch reinkleben so. Da verliere ich ja nicht ganz viel, gell? Ich glaube, ich mache das einfach so, oder? Was meint ihr? Ich finde es schön Anfangssatz jetzt. Ich suche mal gerade kurz Papier zum Kleben. Klebestift, ja. Ich wollte eigentlich, war heute so, auf dem Rückweg schnell noch bei der Post, weil ich habe ja dieses Papier so ein bisschen verschenkt. Wollte jemand haben und vielleicht kann diejenige da was mit anfangen, dann würde es mich sehr freuen. Ist also alles zur Post gekommen inzwischen. Wollte das jetzt gerade reinkleben, also das ist gerade, ne, oder? Einigermaßen. Und dann kommt das so da drunter mit dem Spruch. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ja, das war wieder so ein Kalender, den sie einem irgendwie so ins Haus schicken, weil sie dann also wollen, dass man da wieder spendet und dies macht, kann ich sowieso nicht. Tut mir leid, ne? Tut mir sehr leid, ich kann das nicht. Wovon soll ich denn jetzt noch bitte schön spenden, ne? Da haben wir ein tolles Papier. Da würde ich gerne einen Umschlag rausmachen. So der Plan. Und zwar, das Außen ist schöner, ne? Oder? Was meint ihr? Warte mal, wollen wir das hier eben fertig machen? Ja, machen wir ganz kurz. Dann kleben wir das auch schon mal ein, dann haben wir das auch schon mal weg. Puh. Besser ohne Hut, ne? Besser ohne Hut kleben. Ja. Oh, jetzt ist er leer. Ich glaube, er ist jetzt leer, ja. Ja. Ach ja. Naja. So, ich habe noch so ein paar Gedanken gehabt, aber wartet mal, wir machen das so. Okay, jetzt tun wir diesen schon mal weg, weil der klebt, merke ich nämlich gerade. Der ist leer. Der kann auch weg. Also dann überlege ich gerade, ich brauche also mehr hierfür. Habe ich noch irgendwo eine Unterlage, mit der ich noch ein bisschen was arbeiten könnte. Wartet mal. Ich gucke gerade mal so neben mich, was da so rumzwitschert. Ich hätte noch dieses hier. Was ist denn auf der Rückseite? Ne, das ist doof. Ich hätte noch dieses hier. Daraus könnte man natürlich auch einen Rahmen gut gestalten, oder? Was glaubt ihr? Es ist hier irgendwie so angematscht, das Zeugs, aber... Habe ich was Besseres? Ich gucke gerade mal. Naja, man möchte ja auch ein bisschen... Hier ist ein neutrales Papier. Wäre vielleicht schöner. Wir haben ja kein... Ja. Das nehmen wir, gell? Genau. Ich klebe das jetzt auf. Aber dafür mache ich jetzt nochmal diesen anderen Rand. Den benutze ich nämlich viel zu selten. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Der gefällt mir gut. Ja. Heute Mittag habe ich mir Ravioli, als ich dann nach Hause kam, hatte ich solchen dollen Hunger. Es gibt vegane Ravioli von, ich glaube, Marina. Ist jetzt keine Schleichwerbung, ist nur eine Info. Wird dann natürlich nicht für bezahlt. Unbezahlte Werbung. Und die gibt es einmal als Gemüse-Ravioli und einmal, ich brauche wieder ein Papier, und dann einmal mit Sojahack. Und da ich jetzt immer noch ziemlich im Moment Schmerzen habe, habe ich mich für Sojahack entschieden, also Raviolis. Und man kann die ganz einfach, konnte ich die essen. Ja, ich hatte richtig Hunger mittlerweile. Ja, heute Morgen, ich esse ja gerne so morgens so Knäckebrot. Also nicht dieses ganz knallharte, das ist schon etwas... Geht das hier überhaupt? Ein bisschen weicher und dann esse ich da immer gern so ein kleines Tomätchen zu und ein bisschen roten Paprika. Also ich sag's euch, das hat heute Morgen so weh getan, ne? Beim Essen. Ne? Ich hatte Hunger, ich musste ja auch wirklich mal irgendwann was essen, richtig? Da standen mir die Tränen in den Augen. Ne? Da habe ich gedacht, ja, das ist ja ein Leben, was du jetzt führst, du Fräuleinchen. Jetzt hast du aber den Joker vor. Mir ging es wirklich scheiße, das tat so weh. Aber naja, man muss sich halt auch erstmal gewöhnen wieder an alles Mögliche. Aber
dann verzweifelt man, ne, wenn man schon sowieso so ein bisschen... Wartet mal. Moment, kriegen wir das hin? Ja. Nein, es geht nicht so gut, wie ich mir es gedacht habe. Ach Mensch, Menno, hebe ich noch auf. Kann man vielleicht auch noch wieder was mitmachen? Ach du liebe Zeit, diese Frau ist furchtbar, gell? Die kann alles gebrauchen. Hier hält es mal nicht. Ja, das ist dieser Kinderkleber, wisst ihr, ich habe... Ja, das wollte ich erzählen. Oh, und dann habe ich vorgehabt, wollte mir Klebestifte holen, entweder Action, aber da ich ja weiß, Action ist... Oh, schief. Schief. Ja, ich habe es jetzt gesehen. Ach Petra, du bist aber auch blöd. Bist du, guckst nicht richtig hin. Da ist es um die Zeit immer voll. Das war ja Mittagszeit schon. Ne? Da ist es rammelvoll, habe ich mir also nicht vorgenommen. Sondern daneben ist noch ein Schnäppchenmarkt. Habe ich gedacht, okay, gehst du in den Schnäppchenmarkt, auch gut. Da kriege ich auch einen guten Kleber. Habe ich viel mitgeklebt mit dem. Da war alles so voll. Das war ganz schrecklich. Da habe ich nur noch gesehen, dass ich meinen Brief wegkriegte heute, dann, weil ich gesagt habe, ich schicke ihn heute weg. Ja, naja, wenn ich es dann sage, dann mache ich es auch möglichst so, dass ich es dann wirklich erledigt habe auch, ne? Ich färbe das ein bisschen mehr ein, das muss nicht so hell bleiben, es kann ruhig ein bisschen dunkler werden. Das kleben wir auch auf. Ja, ich kann mich jetzt nur so Stück für Stück vorarbeiten. Ne? Das ist nicht so super spannend für euch, ich weiß. Tut mir leid. Also hier, sagen wir mal, Quadratur des Kreises wird jetzt hier nicht neu erfunden oder so. Ne? Das ist halt nur so ein Zeugs. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt haben will. So will ich das. So, genau so. Ach so, ich habe noch was anderes. Wartet mal kurz. Briefumschlag haben wir gesagt, ne? Haben wir schon gesagt. Und dann ist hier noch so ein Zeug. Ach, das habe ich schon mit Gummibändern zugetackert. Das war, glaube ich, vom letzten Jahr von... Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Ja. Ach, du holde Maid. Ich weiß, das ist dieser ganze Rotz vom Action vom letzten Jahr. Den habe ich ja letztes Jahr verarbeitet, wenn ihr euch erinnert. Ah, da sind noch mehr Sachen drin. Nein, das hier wird doch nicht. Vögelchen. Guck mal hier, ab in die Kramkiste. Guck mal hier, was haben wir denn hier jetzt? Ach, das ist jetzt alles ein Zeug. Merry Christmas haben wir ein Schild. Oh, Vögel, Weihnachten auf dem Land. Das finde ich jetzt zum Beispiel sehr... Was habe ich denn da alles für Sticker und für auf... Also bestimmt alles von denen, ne? Das könnte ich noch ausreißen. Ah, was ist denn hier? Ich weiß zwar noch nicht, was da ist, aber ah, sage ich schon mal. Ah, hier sind noch Blumen. Ah, den Rest kann ich wegschmeißen. Ja, den brauche ich nicht. Oder? Brauchen wir da irgendwas noch von? Gut weg. Hast genug. So, zwei Blumen. Die können wir nehmen. Was haben wir denn hier? Ach, guck, wenn ich das gewusst hätte, dass ich das noch habe, hätte ich ihr das gerne noch mit eingesteckt. Aber jetzt ist der Umschlag weg. Hätte sie vielleicht gebrauchen können, man weiß es ja nicht. Nun gut, jetzt, da sind noch mehr so Sachen. Ah, da ist noch eine ganze Zeitung. Nee, ne? Ach, du liebe Zeit, habe ich schon zusammengepackt. Weihnachten. Habe ich da überhaupt schon was rausgeholt, oder? Ja, da habe ich schon rausgearbeitet. Ja, das sehe ich schon. Aber es sind noch viele schöne Sachen drin. Gut, das machen wir jetzt anders, weil das müsste ich dann nochmal durcharbeiten. Und hier, was haben wir denn da noch alles? Ah, Folien. Oh, schade. Es tut mir jetzt leid. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihr noch mehr in das Paket reinschieben können, in den Umschlag. Ja, hätte ich gern verschenkt für jemanden, der vielleicht damit arbeiten kann. Ich habe von diesem Papier auch alles weggetan. Das habe ich, seht ihr, die habe ich behalten. Da ist ja nicht so viel. Und... Die anderen habe ich alle weggegeben, da kann sie vielleicht irgendwas mit machen. Und die ich jetzt noch habe, die werde ich auf jeden Fall verarbeiten in Long John Silver. Danke für die Korrektur, ich weiß natürlich, wie das heißt. Aber aus dem einfachen Grunde heißt es bei mir jetzt Long John Silver. Und jeder, der ein bisschen clever ist, weiß jetzt schon. Ist das alles anstrengend mit euch manchmal? Ja, ups.
Ich habe jetzt gerade eine Schere weggeschmissen, aus Versehen, habe den Bottich verfehlt. Hier ist wieder noch ein Vogel. Wo habe ich denn die Vögel? Keine Ahnung. Ach, hier. Hier habe ich die Vögel. Ich werde schon irre. Petra, mach es doch nicht. Du machst alles durcheinander, du blöde Frau, du blöde. So. So, ich schneide das nur aus, weil das ist ganz hübsch. Das kleben wir damit auf die erste Seite. So, ich habe meine Kiste, ich habe so Templates, also Vorlagen für Briefumschläge, richtig schön. Und jetzt habe ich einen alten aufgemacht und habe danach einen Briefumschlag gemacht. Geht auch. Ich habe die Kiste nicht wiedergefunden. Tut mir leid, ist einfach wieder mal verschwunden. So, das ist jetzt der Umschlag, den ich gerade gemacht habe daraus. Da können wir jetzt noch drauf kleben Merry Christmas, weil wir es ja gerade vorhin gefunden hatten, zufällig. Ne? Also ich arbeite jetzt nicht unbedingt kontinuierlich Seite für Seite, sondern auch bei vielen Sachen arbeite ich jetzt einfach so, wie sich es jetzt für mich ergibt, wie ich es in die Hand bekomme. Ne? Merry Christmas. Und da kommt jetzt dieses das Lied, oh du Fröhliche, mit dem wunderschönen Bild und dem Text. Und das falten wir möglichst ordentlich zusammen. Oh, ich hätte ruhig eine Nummer, aber es geht, ne? Man kriegt es rein. Man kriegt es genau rein. So, wunderschön. Dann haben wir schon einen Umschlag fertig. Den tun wir mal hier zu Heiligabend schon mal hier. Heiligabend werde ich auch für meinen Mann einen Brief schreiben. Ich überlege jetzt nur, wo ich die Umschläge hingetan habe. Ah ja, was ich auch noch wieder gefunden habe, war dieses kleine. Das ist ein Adventskalender von diesem Jahr, Mein schönes Land. Habe ich da mal eins aufgemacht? Was ist denn da drin? Ah, da sind so blöde Kugeln drin. Also ich mal eben gegen das Licht halten, ob ich was erkennen kann. Ja, da sind so kleine Symbole drin. Braucht man nicht unbedingt, gell? Könnte man mal hinten mit reinschmeißen. Vielleicht gefällt einem. So, das kann eingeklebt werden. Das machen wir nochmal ganz schnell fertig. Weil ich es gerade hier habe, ne? Deswegen machen wir das jetzt fertig. Ja. Ach Mensch, ich wollte eigentlich mit Blau die Umrandung machen. Jetzt habe ich doch wieder Schwarz. Ach ja. Ist jetzt doof, ne? Oder? Ist das jetzt richtig doof? Ja, ein bisschen doof ist schon, gell? Ein bisschen doof ist schon. Okay, haben wir noch irgendein Papier zum Klebern? Ja, wir nehmen diesen hier. Ja, es ist... Ja, also wie gesagt, ich arbeite jetzt nicht unbedingt kontinuierlich, sondern ich verarbeite möglichst jetzt Sachen, die mir so in die Hände fallen und dann Seite für Seite, wo ich denke, da könnte es ganz gut hinpassen. Ne? So der Plan. Guck mal, hier zum Beispiel. So der Plan. Ne? Machen wir das schöne Dorf da so drüber. Und dann schreiben wir da rein December Daily. Dann habe ich das noch gefunden. Das finde ich auch so süß. Aber wohin damit? Vielleicht zu meinem Geburtstag. Wisst ihr was? Das könnte vielleicht mit meinem Geburtstag ganz schön sein. Die Zeit. Tun wir es da mal rein, gell? Tun wir es da mal rein. Ja, ich habe jetzt... Also hier ist jetzt schon eine Menge, ne? Hier ist schon viel. Dann hätten wir jetzt die nächste Seite. Da geht es jetzt mit Victorian Carols los. Und ein Lichtlein brennt, weil wir haben ja den... 1. Dezember. Ein Lichtlein brennt. Ja, ich muss ja auch Platz lassen zum Schreiben. Ne? Und, hier habe ich schon sehr viel auf dieser Seite. Petra, ganz viel. Carols. Carols, Carols und ein Lichtlein brennt. Das ist zu groß, das müssen wir klein machen. Aber wisst ihr, was ich jetzt unbedingt dazu holen muss? Meine digitalen Papiere Papiere muss ich dazu holen. Oh, guck mal, wenn ich zum Beispiel so ein großes nehmen möchte. Uiuiui. Dann ist die Seite ja schon gerammelt voll. Uiuiui. Ja, das sind natürlich jetzt wirklich große. Okay. Weil das muss man ja jetzt alles mal einplanen, ne? Was man da alles gebrauchen kann und was nicht. Ja, hier haben wir noch diese und dann habe ich da noch mehr, oder wie? Ach, du ahnst es nicht.
Ja, mit welchen will ich denn jetzt arbeiten? Ich habe ja verschiedene Arten. Ach, du liebe Zeit. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich hoffe, dass... Ich würde mich freuen, sagen wir es mal so. Ich hoffe, freue ich ja nicht. Wenn ihr mit den Papieren, die ich euch geschickt habe, ein bisschen was anfangen könntet. Ne? Man weiß es ja nicht. Würde mich freuen, wenn es ein bisschen Freude bringt bei euch. So, da haben wir diese hier. Und dann haben wir diese hier. Die sind so ein bisschen kitschig auch. Ich weiß. Diese, ach, das sind die hochkantigen, ja. Und dann haben wir diese hier. Das ist sehr kitschig. Ja. Guck mal. Das ist süß, oder? Ein bisschen kitschig süß, aber süß. Süß ist es trotzdem. Ja, ist ja egal. Ne? Muss ja nicht immer alles so hier ernst sein oder so. Ne? Ja, ihr seht, das wird jetzt kritisch, weil ich suche jetzt irgendwas mit Advent, ein Lichtlein brennt. Ach du lieber Gott, das wird ja schwierig, schwierig. Warte mal, hier, wenn wir vielleicht sowas nehmen würden. Das ist mehr so Kugel, ne? Ja. Uiuiui, uiuiui. Schwierig. Ah, Gott im Himmel. Ja, da muss ich jetzt wirklich noch mal in Ruhe schauen. So, Petra, komm mal zum Ende hier. Du hast ein paar hundert Bilder. Wenn du die jetzt alle einzeln bekäkst. Guck mal, die sind schön, ne? Die mag ich so gerne. Ich glaube, ich... Das ist auch süß, so mit dem hier. Mit den Hunden. Oh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Wartet mal, Kinder, das dauert jetzt länger. Seht ihr mal, das wird jetzt schwierig. Das andere war leicht, ja, jetzt wird es schwierig. Das mache ich mal ohne euch. Ich versuche da mal schon mal ein, zwei Seiten rauszusuchen. Denn das ist wirklich schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Ist wirklich schwierig für mich, weil ich möchte natürlich ganz viel von meinen Bildern auch verarbeiten hier. Ich finde die einfach auch nur süß, gell? Die finde ich nur süß. Aber es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben, das Ganze. Ne? Also hier ein Lichtlein brennt, das können wir schon mal kleiner machen. Ne? Das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was wir jetzt machen können. Ach, das schneidet wieder nicht. Ist das denn die falsche Schere? Wo hab ich habe nämlich noch eine. Ich habe ja mal eine geschenkt bekommen. Ich weiß nur nicht mehr, welche ist. Tut mir leid. Ich vergesse immer alles sofort. Ihr wisst das, ich habe kein Gedächtnis. Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Katharine Hepburn. Wir werden auch nicht das ganze Bild nehmen, nehme ich mal an. Wir nehmen in erster Linie hier den schönen Spruch. Ja, dann kommen wir der Sache schon mal näher. Wir können nicht alles komplette Mangel nehmen, ne? Das geht nicht. Der Spruch ist klasse. Ein Lichtlein brennt. Ah, und eine Kerze muss noch rein. Ich kriege schon wieder Schnappatmung. Ihr seht schon wieder. Das tun wir weg. Komm. Haben wir die Kerzen irgendwo am Starte? Hilfe. Fällt schon alles daher. Eine Kerze brauche ich jetzt. Eine Kerze. Ist das denn jetzt möglich? Wie ich mich kenne, ist es nicht so einfach möglich. Ich schmeiß da schon wieder was weg. Oh, ist schon wieder was weggeworfen worden. Ihr braucht nicht zu glauben, dass ich das Bild sehen kann. Nein, tut mir leid, ich kann es leider nicht sehen. Es ist irgendwo ganz weit weg. Da hätten wir eine Kerze. Advent. Da hätten wir vier Kerzen an. Das sieht sowieso schwierig. Da haben wir zwei Kerzen an. Da haben wir, was weiß ich, drei Kerzen. Aha. Gut, vier haben wir jede Menge, zwei haben wir gar nicht. Müssen wir schauen, wie wir es machen. Eine haben wir auf jeden Fall. Da haben wir die Wahl zwischen dieser Kerze und dieser Kerze. Welche nehmen wir denn jetzt? Die nicht, die ist zu viel, da sind zu viele Kerzen. Und schreiben will ich auch noch, ne? Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? Dass ich auch noch schreiben wollte. Oh, du lieber Heiland. Muss doch möglich sein, dass man das... Das ist ganz schief und krumm. Ein Lichtlein brennt. Ach so, und dann müssen wir die Nummer rausholen. Petra, hol die Nummer raus. Ja,
die Nummer. Ach, das brauche ich gar nicht feierlich wieder weglegen. Die kann ich hier einen weiterlegen. So, wir haben jetzt das. Das könnten wir so irgendwie zusammenfummeln. Und dann könnten wir das vielleicht so fummelig machen. Dann könnten wir hier so Bilder hinkleben. Es ist jetzt nur eine grobe Überlegung. Da ist noch nichts wirklich entschieden. Ein Licht daran brennt, würde ich so machen, ne? Erste. So der Plan. Würde ich das lieber nehmen, ne? Das ist schlichter. Das ist viel schöner. Also ich schneide das mal aus. Gucken wir mal, wie das wirkt. Okay. Schneiden wir ruhig noch mal hier überall ribbelig. Genau. Das ist ein bisschen wuchtig, das brauchen wir so nicht. Können wir vielleicht bei meinem Geburtstag oder so nehmen, ne? Weiß man noch nicht. Heben wir noch auf. So, wir haben jetzt hier, das passt ganz gut. Guck mal, wunderbar passt das. Das passt schon mal schön. Da haben wir schon mal ganz, ja, ein Lichtlein brennt. Jetzt schmeißt das auch noch weg. Mensch, Frau. Bist du wirklich schrecklicher Mensch. Ehrlich. Das können wir so machen. Und dann können wir das so machen. Irgendwie so schachtelig. So schachtelig. Ja, das geht. So, jetzt haben wir noch hier einen schönen Spruch. Kriegen wir das irgendwie jetzt gebacken? So, die suche ich mir noch raus. Da weiß ich noch nicht, ob ich vielleicht diese jetzt tatsächlich nehme, dass ich dann so dazwischen schreiben kann. Wäre eine Überlegung wert, ne? Ja, also die Seite finde ich jetzt schon mal gar nicht so furchtbar, ne? Die gefällt mir eigentlich schon. Ein Lichtlein brennt, ne? Victorian Carols, das ist immer hübsch. Und vielleicht können wir das auch so irgendwie machen. So, dass wir das verbinden, dann hätten wir hier noch Platz zum Schreiben. Wäre auch nicht verkehrt, ne? Ein bisschen Platz zum Schreiben noch zu haben, wäre auch nicht verkehrt. Ja, wisst ihr was? Das muss jetzt erstmal so ein bisschen sacken. Ich muss noch mal drüber nachdenken, ob es so gut ist, ob es einen Sinn macht. Und, leg mal so ein paar Sachen wieder weg kurz. Ja, heute ist schon Mittwoch, morgen ist Donnerstag, Freitag muss ich wieder los. Das bedeutet also, dass ich dann wahrscheinlich am Freitag erst einkaufen, nachmittags erst einkaufen gehe. Und vielleicht fahre ich dann morgens noch, ach ja, da komme ich gar nicht mehr hin, da ist ja überall gesperrt. Ah ja, muss ich auch mal dran denken. So, und dann habe ich hier noch zwei Umschläge. Zwei ganz tolle. Das ist diese Muster, die ich ja immer noch habe. Seht ihr, das sind so ganz besondere Muster von, ach schon zusammengeklebt, von Daphne mal gewesen. Da habe ich noch zwei. Und ich hatte woanders noch Briefumschläge. Die würde ich gerne für meinen Mann dann machen, als also einfach so zum rein klemmen vielleicht, mit einer kleinen Klammer so, ne, so. Genau, das überlege ich noch, wie ich das mache. Also zum 1. Dezember vielleicht, für den Geburtstag, Weihnachten, auf jeden Fall Neujahr, Silvester, Neujahr, auf jeden Fall. Also 3-4 Briefe werde ich für meinen Mann machen, denke ich mal. So der Plan, ne? So der Plan. Ich werde das auch weiß lassen. Ich werde das jetzt auch nicht alles eindunkeln und machen und tun, sondern ich möchte ja auch wirklich drauf schreiben hinterher, ne? Also jetzt sieht das dann immer so ein bisschen kahl aus, aber das ist halt nicht fertig, ne? Weil da fehlt halt dann ein bisschen Schrift, ne? Datum, also den werden wir am besten irgendwie so oben immer in die Ecke. Das ist immer eine Doppelseite, so der Plan, ne? Guck mal, dann hätten wir hier noch so kleine Vögel. Können wir da noch was mitmachen? Das überlege ich noch. Ich überlege jetzt noch mal. Das breche ich nicht übers Knie. So viel Zeit habe ich wohl. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Macht's gut. Bye, bye. Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen.